Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Freunde, es ist soweit, es werden nur noch 7 Games bis zu den 2900 Wins, der mega, mega heftig auf jeden Fall. Ja, Freunde, ganz wichtig, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, lasst unbedingt ein Abo da, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ihr seht, ich habe mit Abstand den Weltrekord. Wir werden wahrscheinlich versuchen, auf Richtung 5000 Wins zu gehen. Wenn ihr nichts verpasst wollt, es kommt jeden Tag ein Video, jeden Tag streame ich auch live. Seid gerne auch am Start, wenn ich streame. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und die Glocke aktiviert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Checkt gerne nach dem Kanal auch Swissers Kanal ab. Werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Und Leute, ganz wichtig, ich habe das alles schon aufgenommen. Jetzt, ich hatte Soundprobleme, deswegen habe ich bei einigen Games, also die Schüsse kommen ein bisschen später raus, sorry dafür. Dieses Mal werde ich jetzt ohne In-Game-Sounds, also ja, ich lasse einfach Musik im Hintergrund laufen und ein bisschen quatschen im Discord. Ja, genau. Und ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob euch die In-Game-Sounds, ob ihr die überhaupt haben wollt, weil, um ehrlich zu sein, macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt In-Game-Sounds habe oder nicht. Ja, beim Aufnehmen zumindest. Ansonsten würde ich sagen, let's go. So, Freunde, let's go. 7 Games. Ja, mittlerweile hat Swiss leider nicht mehr genauso viele Wins. Aber das hab ich schon im letzten Video gesagt. Ja, sad. Egal. Ja. Sind die zweithöchste Winstreak in der Welt. Ja, du wirst sie auch lange haben. Bis ich mit meinem Zweiter komme. Ja, den hast du nicht erwartet, ne? Den hast du nicht erwartet. Nee. Wer ist der zweitbeste Spieler der Welt? Naja, mein zweiter Account. Oh, Mann. Das ist schon. Oh, ich habe gerade was gelernt. Der Schatten heilt auch mich. Ja. Deswegen immer ein bisschen hinter dir hinschmeißen. Dann hielt er dich immer. Sehr nice. Weil wir haben, also wir spielen in letzter Zeit fast nur Hot Zone tatsächlich. Weil Hot Zone, wir haben uns irgendwie, also wir feiern Hot Zone tatsächlich. Und wenn Eliminierung kommt, werden wir auch wieder unsere Eliminierung Brawler pushen. Weil Tick, Sprout so im Brawl Ball sind leider nicht so gut. Und jetzt, wie gesagt, versuchen wir Richtung 5000 zu gehen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr glaubt, ich habe die, ob ich die 5000 schaffe. Falls ihr euch wundert, warum ich mich ein bisschen erkältet so anhöre, meine Nase. Also ich habe Pollenallergie und aktuell kicken die absolut rein bei mir. Deswegen läuft meine Nase permanent. Ja. Hm. Ihr habt's was beide nicht, ne? Naja, zum Glück nicht. Oh. Aber ich habe auch Freunde, die das haben. Ah. Die heulen dann immer gefühlt herum. Die heulen dann herum. Ja, ich heule auch herum. Was jetzt wirklich so. Ich weiß, was du meinst mit heulen herum. Ja, der hat die Reden kommen dann raus. Heulen. Echt anstrengend. Leute, bevor ihr irgendwie glaubt, wir spielen mit VPN oder sowas, weil manche Leute schreiben das, aber ich weiß, dass die normalen Leute wissen, dass ich normal spiele. Ihr seht, ich habe keine Delays beim Schießen. Ne? In keinem Game, ich glaube, doch in 2 Games hatte ich, glaube ich, nur Delays, wo ich jetzt aufgenommen habe. Nur ich werde es nicht sagen, Leute, ne? Aber ihr kennt wahrscheinlich einen. Da hat jemand ein Video gedreht. Das ist sogar ein deutscher YouTuber. Der hat einfach in jedem Game Delays, ne? Er spielt einfach VPN so Solo Showdown. Ich kann nicht mehr, ne, als ich das gesehen habe. Das war heute. Also, wenn ihr das Video angeschaut habt, ist ein paar Tage her jetzt, aber. Oh, what the fuck. Ich habe jedes Game einfach Delays. Ich kann nicht mehr. Ganz unauffällig, ne? Ja, Mann. Ja, Grüße gehen raus an dich. Oh Mann. So, 5 Wins noch. Cool. Auch ganz entspannt, Tarino, 5 Wins. Ich habe jetzt extra die In-Game-Sounds ausgemacht, Leute. Wie gesagt, weil ich weiß, dass ihr leichte Delays habt mit Sounds.
Let's go. Kebab. Das ist so ungewohnt, ohne Sounds zu spielen, ne? Das ist halt, du spielst immer ohne Sounds, ne? Nö. So, Text? Ich hab früher. Spielst du mit Sounds? Wenn ich E-Sport spiele, dann spiele ich mit Sounds, aber sonst nicht. Oh, ich kann gar nicht ohne Sounds spielen, das ist verschrecklich. Wie viel fühlt sich 8-Bit an? Nicht so geil, ne? Ich hab vorhin 8-Bit gespielt, Leute. Gegen die gar nicht. Ja, ich sollte noch komplett rein. Weiß nicht wieso. Ja, ich werde auch gerade auch voll rein, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Normalerweise hielt ich mich im Game nicht, weil die kommen einfach nie zu töten, aber. Boah, mein Gadget ist richtig gut gegen Anschluss. Diese Ulti. Haben die bis jetzt Jungs, sollen wir ein bisschen fokussieren spielen? Naja. Ich brauch eine 8-Bit Ulti, um Müll das. Okay, wir müssen jetzt mal echt. Jungs, gut. Fokus, Fokus. Bin? Nice. Das ist ja nicht alleine am Mischen. Oh, was? Nice. Ja, ich hab voll gut gespielt vorhin und jetzt irgendwie. Voll weird. Den hab ich. Okay, what the hell. Ja Leute, Konzentration war gerade kurz weg. Ja, aber 8-Bit ist halt jetzt auch nicht der beste Pick, ne? Gibt besseres. Ich hab gerade einen Carry am Schluss. Ja, nee, das hast du gut gemacht. Aber ich meine 8-Bit jetzt an sich, der Brawler ist jetzt nicht der beste hier. Ja, es hat verdammt langsam zu easy zum Treffen. Ja, vor allem wenn die einen Angelo und Bo haben, wo so viel Damage machen. Und dann noch ein Spike. Zeig like drei Hard Hit in the Brawler. Wo dann einfach treffen können. Ich kann halt nicht dodgen. Ja, das stimmt. Ich kann nur gut verteilen. So meine beste Defensive ist eigentlich meine Offensive. Oh Gott. Und dann dein Gadget. Ja. Nice. Wieder ein chilliges Game. Ja, das ist jetzt ein chilliges Game. Einiges einfach als das letzte, ne? Aber das letzte war echt nervig. Ja, die haben getriggert auf jeden Fall. Guck mal, ich bin in meine Lane. Ich hab niemanden bei mir. Jetzt kommt jemand. Jetzt kommen sie alle. Ja, das haben sie gehört. Die Piper. Das war rein. Ja. Nice. Okay. Bei dem 1% bekommen, let's go. Er wollte noch die 1%, ne? Ja, besser 100% zu 1 zu verlieren als ne, 100% zu 0. Ja. So, Freunde, 3 Games noch. Tryhard Games fürs Video. Und dann können wir wieder Quatsch reden auf Video. Ja, Leute, es ist wirklich. Also ich nehme ja immer nur die letzten 10 Games auf. Das ist echt viel, viel entspannter, die ganze Zeit nicht mal immer zu quatschen oder cool, ne? Headset und alles. Ich habe nämlich normalerweise auch keinen Kopfhörer auf, wenn ich spiele. Ist viel angenehmer. Schau, der gibt auf. Ich hab mir gar keinen Bock. Ja, nee, der Grey hat glaube ich schon von Anfang an auf, glaube ich. So. Ja, okay. Toll. Tolles Game. Ja, Leute, solche Games hatten wir tatsächlich die ganze Zeit jetzt noch gar nicht, ne? Also jetzt heute haben wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wins haben wir ungefähr heute gemacht? 80 oder ja, so. Wir haben heute wirklich nicht viel gespielt. Ja, das ist jetzt, ich glaube, der erste Freeman, ja. Und die letzten Tage ja, auch ein. Oder, was heißt nur ein? Ich will, wir wollen keinen Freeman. Free-Win, ja. Ist ein Gegner, wo es spinnt, man. Ja, stimmt. Ja.
die anderen wollten, möchten ja spielen, aber wenn einer spinnt, 2v3 gegen uns, keine Chance. Nice. Auch entspannt. Ja, auch entspannt. So. Ja, 2 Wins, Leute. Ihr seht, wie gesagt, ich zeige euch das auch. Matchmaking geht sehr schnell. Ich mache alles uncut auf ganz entspannt. Ne? Hier seht ihr immer noch mal ein paar Gegner. Geht auf jeden Fall fit. Wir sind bei 500, Leute. Deswegen kriegen wir auch noch 560er Gegner. Jetzt haben wir bald alles auf 600. Beziehungsweise wir pushen gerade alles auf 600. Zwischen, machst du ready? Wir pushen gerade alles auf 600. Und ja. Nachher muss ich noch cutten, weil du so lange brauchst. Achso, du musst danach aufnehmen, ne? Danach drück auf Aufnahme. Swissa nimmt immer so das letzte Game auf für TikTok. Achso, ne, nevermind. Ich bin erst bei 80. Du hast ja mehr Wins. Ich hab jetzt. Ich hab gerade gedacht, okay, ja, klar. War jemand, der beim Schreiben ist. Alles gut. So. Hab's dir erlaubt? Ja. Oh. Calculated, guck. Ah. Ups. Toll. Die haben einen Tick seit wann? Muss ich gar nicht. Ja, das steht die ganze Zeit nur Spawn gefühlt. Ja. Bei 60% sehe ich ihn, das ist. Wo ist denn der Tick? Da oben, den habe ich vorhin getötet, glaube ich. Also seitdem hat er keine Lust mehr. Ja, ich bin auch Spawn-Killed, Mann. Ich hab gar keinen Bock. Der tickt wohl nicht mehr ganz richtig. Der war gut. Da hat sich die Zeit wohl ausgetickt. Der ist gut. Oh, so, der war gut, hallo. Nee, Chat. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob der gut war. Ich fand den gut. Ich hab den mal schon mal gebracht, ne? Da ist die Zeit umgelaufen. Ausgelaufen und dann haben wir gewonnen. Dann habe ich gesagt, da hat sich die Zeit wohl ausgetickt. Ja, nicht lustig. Okay, das ist schon nur vorne. Ich Spiel, Alter. Ach man. Die ganzen Ticks aber auch. Ich finde immer auch in Tick-Jokes. Chat, wenn ihr einen guten Tick-Joke habt, schreibt's in den Kommentaren. Ja. Den kann ich dann bringen im nächsten Video. Ja, zum Spiel. Der Ult. Oh, was hat der Buster gerade? Guck mal, Tick. Da ist nur mal ein Turn. Ach ja. Wie viel weiter? 2900, ne? Oder? Ja. 900? Ne, 2800, oder? Ich weiß gar nicht. Ich hab auch schon keine Ahnung. Ich spiel zu viel Leute. Weil so viel spielen wir gar nicht dort. Jetzt no joke, ne? Ich hab jetzt in den letzten Wochen nicht mehr jeden Tag 300 Runs oder so gemacht. Oder 250. Wir haben jetzt, wie gesagt, heute nur 70 oder so gemacht. Das ist, 70 geht ja noch. Aber ich bin ja aktuell auch nur, wenn Hotzone kommt. Aber wir werden jetzt auch wieder anders spielen. Sehr cool! Oh! 2900 aus Versehen gemacht. Cool. Oh, 2900 Wins. Sehr, sehr schön. Freunde, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen Daumen nach oben da gelassen. Ich hoffe, ihr habt ein Abo da gelassen. Wir sehen uns im nächsten Video.